Und da sind wir wieder zurück mit Mass Effect. Ja, ich werde wie immer unser übliches Team auswählen, bevor ich mich aufmache, um mit dem Captain zu reden. Innendruck wird Außenatmosphäre Ja, angeglichen. mach mal. Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. Wie immer, ne? Ist okay. Ja, da wäre jetzt fast was mit der guten Liara gelaufen und dann hat Joker uns unterbrochen in der letzten Folge. Was? Normandy-Waffen? Yes, die Normandy-Waffen haben mir ein Level abbeschert. Das nehmen wir doch gerade mal in Angriff. 6 Punkte. Holla die Waldfee. Jetzt geht's aber hier mit großen Schritten. Bisschen Sturmangriffstraining. Und dann hier mal noch ein bisschen Barriere, beziehungsweise Warp, damit wir Barriere freischalten. Liara kriegt hier 2 Punkte in Erste Hilfe und Garrus machen wir Dechiffrieren voll und in Elektronik. So, weiter geht's. In den Aufzug! Es ist der Fahrstuhlsimulator. Yay! Wie gesagt, ich habe schon beim letzten Mal angedeutet, dass ich nicht Nach weiß. Jahren schlechter wirtschaftlicher Ergebnisse hat Exogeny verkündet, dass die Forschungskolonie auf Pheros nun endlich Gewinn macht. Neue Entdeckungen sowie entschlossene Kolonisierungsbemühungen haben sich für Exogeny endlich ausgezahlt. Toll. Nach der Ankündigung stiegen die Aktien von Exogeny und die Investoren zeigten sich erfreut über die guten Neuigkeiten. Ja, was ich sagen wollte, ist, dass ich nicht weiß, ob wir jetzt noch zum Nebenmissionen machen kommen oder nicht. Ich habe eigentlich gedacht, dass das hier später passiert, aber okay. Vielleicht haben wir hiernach nochmal Zeit, ein paar Nebenmissionen zu machen. Und ansonsten, es ist auch kein wirklicher Beinbruch, wenn man die nicht macht. Ja, das muss ich nochmal sagen, die sind wirklich nichts Besonderes, also man verpasst da nichts. Guten Commander Tag. Shepard, Kalisa bin Sinan al-Jilani, Westerland News. Würden Sie unseren Zuschauern ein paar Fragen Na beantworten? klar. Was möchten Sie wissen? Sie haben die einmalige Gelegenheit erhalten, unsere Rasse zu repräsentieren. Die Leute würden gern wissen, wie Sie das machen. Die Menschen versuchen seit 26 Jahren, sich den Respekt der galaktischen Gemeinschaft zu verschaffen. Wie fühlen Sie sich vor diesem Hintergrund, der erste menschliche Spectre zu sein? Die Spectres repräsentieren das Beste jeder Spezies dieser Galaxis. Gefragt zu werden, ob man dazugehören möchte, ist eine Ehre. Einige Stimmen behaupten, dass die Zitadelle die Menschen mit ihrer Ernennung nur beschwichtigen wollte. Hat es Situationen gegeben, wo die Zitadelle von ihnen verlangte, ihre Bedürfnisse über die der Erde zu stellen? Ja, sie versuchen uns jetzt hier mit ein paar fiesen Fragen aus der Reserve zu locken. Nein, so ist das nicht. Der Rat kümmert sich um die Angelegenheiten der gesamten galaktischen Gemeinschaft. Und wir sind jetzt Teil dieser Gemeinschaft. Unsere Bedürfnisse stehen auf ihrer Agenda, aber wir sind auch nur eine Rasse von vielen. Sie glauben das wirklich, nicht wahr? Für Ihre Missionen haben Sie das Kommando über ein modernes Menschenschlachtschiff erhalten. Möchten Sie dazu etwas sagen? Eigentlich wurde die Normandy von menschlichen und turianischen Ingenieuren gemeinschaftlich entwickelt. Ihr Design vereint viele Innovationen, die aber leider alle streng geheim sind. Also haben die Turianer Kenntnisse über die Normandy, die vor der Allianz Öffentlichkeit geheim gehalten werden. Halten Sie es für angebracht, dass das modernste Schiff der Erde der Zitadelle übergeben wurde? Was für eine Zeitung ist das hier eigentlich? Mir war nicht klar, dass sie jemandem übergeben wurde. Ich habe das Kommando. Und das letzte Mal, als ich nachgesehen habe, war ich ein Mensch. Das gleiche gilt für meine Crew. Ein Mensch, richtig. Aber jetzt arbeiten Sie für die Zitadelle, Commander. Wo wir gerade von Ihrem neuen Job reden. Hat der Rat Ihnen befohlen, das menschliche Forschungsanliegen auf Noveria zu Ja sabotieren? klar haben die mir das befohlen. Meine Güte. Der Rat hatte nichts damit zu tun. Es gab einen Unfall in den Binhex-Laboren. Um die vertraulichen Informationen der Firma zu wahren, kann ich leider nicht mehr dazu sagen. Das ist eine überraschende Enthüllung, Commander. Uns gegenüber hat Binhex bisher immer nur gemauert. Angesichts Ihrer Erfahrungen, würden Sie sagen, dass die Menschheit jemals den Respekt von der galaktischen Gemeinschaft erhalten wird, den sie verdient? Wenn wir ihn uns verdienen, ja klar. Respekt ist eine komische Sache. Die Leute meinen immer, sie hätten ein Anrecht darauf. In Wahrheit muss man ihn sich verdienen. Und ich glaube ganz fest daran, dass wir ihn verdienen. Sie sind ein Idealist, Commander. Aber ein aufrichtiger. Ich hoffe, dass Sie recht behalten. Eine letzte Frage, Commander.
Gerüchten in der Heimat zufolge sind Sie einem abtrünnigen Spekter namens Saren auf der Spur. Können Sie dazu einen Kommentar abgeben? Kann ich das? Natürlich kann ich das. Saren war schuld am Angriff auf unsere Eden Prime Kolonie. Sobald seine Verwicklung darin dem Rat bewiesen werden konnte, bekam ich den Befehl, ihn zu ergreifen. Das überrascht mich, Commander. Offiziellen Aussagen zufolge wurde Eden Prime von abtrünnigen Synthetischen angegriffen. Ja, passt doch. Viel Glück bei Ihrer Mission. Vielen Dank für Ihre Zeit, Commander Shepard. Wurde ja auch von abtrünnigen Synthetischen angegriffen. Ja, wir haben jetzt hier, also erstmal das Bedürfnis, sich auf die Fresse zu hauen, was wir auch, ich glaube, im ersten oder zweiten Teil tun können, wenn wir abtrünnig sind. Guten Tag. Ah, es bewegt sich. In einem Bericht, den wir später senden werden, untersucht Emily Wong die Korruption auf der Zitadelle und enttarnt ein ausgewachsenes Verbrechersyndikat. Aha. Jetzt weiß ich wieder nicht mehr, was ich sagen wollte. Dankeschön, Nachrichtensprecher aus dem Off. Nee, diese Interviews haben auch so ein bisschen Kultstatus bei Mass Effect erlangt. Einfach weil, ja, ganz ehrlich, wir sind ja wirklich kooperativ und wir helfen und wir geben Auskunft und trotzdem versucht die uns hier mit so Fangfragen und so einem Zeug irgendwie vorzuführen. Ich kann verstehen, dass manche Leute ihr gerne auf die Fresse hauen, um es mal mit, ja, um es mal ganz gut Deutsch zu sagen. Darf ich jetzt hier raus? Lass mich raus! Danke. So. Haben wir irgendwo ein Schnellreiseterminal? Irgendwo? Irgendwo? Nein. Okay, aber wir müssen ins Lux. Oder Flux. Flux hieß es. Lux war was anderes. Auch ein Club, aber anderes Universum oder andere Lore. Ja, sag mal, hier muss doch irgendwo ein Schnellreiseding. Ah, da ist eins. Nee. Doch, da hinten. Und dann gucken wir doch mal. Ich schau mal ganz schnell hier rein. Missionen. Anderson in der Fluxbar in den Bezirken. Das heißt, wir reisen jetzt erstmal in die Bezirke. Zu den Bezirken. Cool. Nee, wir reisen da jetzt trotzdem hin. Und dann schauen wir mal, was er uns zu sagen hat, der gute Anderson. Bezirke. Flux. Dankeschön. Ich muss sagen, hier gefällt mir der Ladescreen eigentlich ziemlich gut. Ist wunderschön gemacht mit ordentlich Lensflares. Soldat, ich habe ein ziemlich großes Problem und ich brauche Hilfe von jemandem, der die Interessen der Menschen vertritt. Ja. Was für ein Problem haben Sie? Natürlich, immer gleich zur Sache. Darum hat die Menschheit auch die beste Flotte in der Galaxie. Mein Name ist Elias Kieler. Ich bin ein Abgesandter der Allianz. Wir werden in Kürze ein bedeutendes Treffen mit den Salarianern abhalten. Sie können sich kaum vorstellen, was dabei auf dem Spiel steht. Ich kämpfe genauso wie Sie für die gesamte Menschheit. Aha. Verstehe. Wichtige Sache. Was genau brauchen Sie also? Bei meinem Kampf für die gesamte Menschheit brauche ich die besten Mittel auf dem Markt. Es gibt ein Mentalstimulans, das die Aufmerksamkeit erhöht und das Urteilsvermögen schärft. Es ist legal, aber die Abgabe pro Person ist limitiert. Ich habe meine Monatsration schon verbraucht und brauche jetzt mehr von der Krankenstation. Erzähl mir mal ein bisschen über das Mittel. Was für ein Stimulans ist das genau? Ich kenne mich mit den medizinischen Fachbegriffen nicht aus, aber es erhöht zum Beispiel die Geistesleistung und das Kurzzeitgedächtnis. Damit kann ich konzentriert und aufmerksam bleiben. Wenn ich es nehme, entgeht mir nichts. Warum haben Sie mehr als die monatlich erlaubte Dosis genommen? Die Verhandlungen sollten letzte Woche stattfinden, aber die Salarianer haben alles herausgezögert. Vielleicht absichtlich. Wenn ich das Stimulans nicht bekomme, bin ich ein Wrack. Mein Assistent würde übernehmen und die Katastrophe wäre perfekt. Sie sollten mehr Vertrauen in Ihren Assistenten haben. Haben Sie ihn nicht instruiert? Mein Assistent meint, vor den anderen Zitadellvölkern kriechen zu müssen. Er will damit zeigen, dass wir Menschen vernünftig sind. Aber kein Volk wird uns achten, solange wir uns nur demütig zeigen. So war es auch mit den Turianern. Mein Assistent ist ein Idiot. Was ist so bedeutend an diesen Verhandlungen? Die Salarianer wollen die Bedingungen für langfristige Geschäfte festlegen. Es geht um Milliarden Kredits. Wenn ich das Mittel nicht bekomme, wird mein Assistent übernehmen müssen und den Deal vermasseln. Ein komplettes Desaster. Sie sollten mehr haben wir doch gerade schon gehabt. Aber kein Volk wird uns achten, solange wir uns nur demütig zeigen. Sie sind abhängig. So war es auch mit Kieler, den Kieler, Sie haben ein Problem. Sie brauchen Behandlung. Von außen mag das vielleicht so aussehen, aber das hier ist nur eine Ausnahmesituation. Mhm. Alle Top-Verhandlungsführer nehmen diese Stimulanz. Immer am Rande der Legalität. So geht das Spiel nun einmal.
Es werden wohl nicht alle Top-Verhandlungsführer um Hilfe bitten, mehr Stimulanzien als erlaubt zu bekommen, Keeler. Vielleicht haben Sie recht. Ich wollte der Menschheit dienen und habe mich selbst dabei überschätzt. Also wird dies das letzte Mal sein, dass ich das nehme. Wenn der Deal abgeschlossen ist, begebe ich mich in Behandlung. Nein, Hilfe Keine jetzt. Keine Geschäftsverhandlung ist es wert, sein Leben zu riskieren. Vergessen Sie es und holen Sie sich Hilfe. Sie verstehen es einfach nicht. Die Menschheit braucht mich und ich brauche das Stimulanz. Ohne es werde ich... Ich bin so verwirrt. Ich werde ohne das Stimulanz immer so müde. Ich brauche nur noch einen Schub davon. Es ist keine Schande, ein Problem zu haben, aber Sie brauchen eine Behandlung. Sie haben recht. Ich werde meinen Assistenten informieren. In diesem Zustand kann ich nicht arbeiten. Ich werde mir helfen lassen. Aber so weit hätte es nicht kommen dürfen. Ja, wir haben wieder jemandem das Leben gerettet, ganz ohne irgendwen umzubringen. Sie sollten vorsichtiger sein, wem Sie das erzählen. Was? Hey, schön hier noch einen Menschen zu sehen. So sind doch relativ viele Menschen. Also, so, Anderson? Mir sind die Hände gebunden, Rita. Ich würde sie sofort zurücknehmen, aber sie will nicht. Was ist hier los? Ich weiß, ich weiß. Ich werde versuchen, ihr ein wenig Vernunft beizubringen. Ich bin gerade sehr beschäftigt. Was kann ich für Sie tun? Was haben Sie mit dem Volus besprochen? Mit Doran? Ich habe ihn nur etwas wegen meiner Schwester gefragt. Sie hat für Doran gearbeitet, bevor sie... Ich wollte sie nicht mit meinen Problemen langweilen. Ich möchte hören, was Sie zu sagen haben. Nebenquests. Gut, okay. Meine Schwester hat hier gekündigt, um in Koras Nest zu arbeiten. Das Problem ist, dass sie als Informantin für die Zitadellsicherheit arbeitet. Sie wissen schon, die Leute dort ein bisschen aushorchen. Wenn sie herausfinden, was sie da tut, werden sie sie töten. Als Informant lebt man gefährlich. Das habe ich ihr auch gesagt. Ich weiß nicht. Manchmal glaube ich, sie bleibt nur da, um mich zu ärgern. Ja, dann sagt doch der Zielsicherheit Bescheid. Kennen Sie Ihren Kontaktmann bei der Zitadellsicherheit? Nein, das ist alles streng geheim. Das letzte Mal sagte man mir, ich soll mich raushalten. Um Jenna nicht zu gefährden. Ich kümmere mich drum. Vielleicht kann ich ihr klar machen, wie gefährlich Koras Nest ist. Würden Sie das? Das wäre toll. Aber sagen Sie ihr nicht, dass ich sie schicke. Ich sollte wieder an die Arbeit gehen, sonst kriege ich noch Ärger. Okay. Danke. Ja, ich weiß nicht, ob wir jetzt erst mit Captain Anderson reden oder ob uns das dann wieder in irgendeinem Hauptstrang einloggt. Wir reden mit ihm. Ich bin froh, dass Sie gekommen sind, Shepard. Ich habe gehört, was passiert ist. Die Normandy bleibt am Boden. Ich weiß, es tut mir leid. Ich wollte Sie warnen, aber ich konnte Sie vor dem Andocken nicht mehr benachrichtigen. Ich weiß, dass Sie jetzt sauer sind, aber Sie können nicht aufgeben. Sie denken alle darüber nach, aber wir wissen beide, dass es das nicht ist. Sie müssen nach Ailos. Sie müssen Saren davon abhalten, die Röhre zu benutzen. Soll ich hinfliegen? So mit den Armen flattern und so? Es gibt nur ein Schiff, das mich unbemerkt in die Terminus-Systeme bringen kann, und das ist am Boden. Die Zitadellkontrollen haben alle Systeme der Normandy ausgeschaltet. Aber wenn wir uns über die Befehle des Botschafters hinwegsetzen, können wir die Normandy wieder online bringen. Sie können in den Terminus-Systemen sein, bevor überhaupt jemand bemerkt, dass sie weg sind. Okay, dann erzähl mal. Was haben Sie vor? Ich kann die Normandy von einer der Konsolen im Zitadellkontrollzentrum aus aufschließen. Sie werden ein paar Minuten Zeit haben, bevor irgendjemand was bemerkt. Das ist ein eingegrenztes Gebiet, das von bewaffneten Wachen patrouilliert wird. Wie kommen Sie da rein? Überlassen Sie das mir. Sorgen Sie einfach dafür, dass Sie auf der Normandy sind, wenn die Systeme wieder online sind. Sie werden umkommen. Es muss einen anderen Weg geben. Botschafter Udina hat den Lockdown-Befehl gegeben. Wenn ich in den Computer in seinem Büro komme, kann ich ihn vielleicht außer Kraft setzen. Er wird nicht einfach daneben stehen und zusehen, wie Sie seinen Computer benutzen. Er wird hoffentlich nicht da sein. Wenn doch, werde ich mir eben was einfallen lassen. Der Botschafter wird das nicht verzeihen, Captain. Sie werden des Verrats angeklagt, wegen Kapitalverbrechens. Wir haben nicht viele Möglichkeiten. Entweder ich stehle mich in den Computer des Botschafters, oder ich versuche, an den Patrouillen in der Zitadellkontrolle vorbeizukommen. Ab ins Büro, das ist wesentlich ungefährlicher. Sie haben bessere Chancen, wenn Sie sich den Computer des Botschafters vornehmen. Ich hatte gehofft, dass Sie das sagen würden. Der Botschafter hat dies zu einer persönlichen Angelegenheit gemacht. Commander, sind Sie soweit, dass wir uns von dieser Station davon machen? Noch nicht, nein. Ich muss mich noch um ein paar Dinge kümmern.
Kommen Sie zu mir, wenn Sie dafür bereit sind. Ich werde hier auf Sie warten. Okay, das heißt, das Spiel sagt uns ganz eindeutig Point of No Return. Willkommen im Flux. Ich bin Doran. Was kann ich für Sie tun? Genau, ich würde gerne mal hier über Rita und Jenna reden. Was können Sie mir über die Schwestern sagen, die für Sie arbeiten? Nun, Jenna ist weg und arbeitet jetzt in Koras Nest. Jetzt macht sich ihre Schwester Rita Sorgen, dass sie in Gefahr sein könnte. Aber Jenna wird kaum ihre Meinung ändern. Sie ist ziemlich dickköpfig. Wenn sie zurückkommen will, ist sie herzlich willkommen. Die Kunden liebten sie. Okay. Ich muss jetzt weiter. Viel Spaß hier im Flux. Dann gucke ich mal, haben wir hier sonst noch irgendwelche Nebenmissionen, die wir gerade noch mitnehmen könnten? Wir können Quasar spielen. Können wir Quasar spielen? Oh, Keeper. Den scanne ich noch schnell. Ich glaube, die Maschine wurde manipuliert. Jemand transferiert Credits auf ein privates Konto. Ich werde versuchen, das Signal zu orten. Na dann mach mal. Und? Schon was geortet? Ich versuch's hier erstmal. Was ist denn eigentlich Quasar? Ah, Blackjack. Also mit 20 statt mit 21. Okay. Spielen wir eine Runde. Warum nicht? 4 bis 7. Nochmal 4 bis 7. Okay. Ich bin nicht gut in Mathe. Ich verlasse mich einfach. Oh, perfekt. Nein, das reicht mir. 20 Credits gewonnen. Yes, wir sind reich. Ja, wir haben da hinten ein verdächtiges Terminal gefunden und Liara meinte, sie kann da was orten. Ich weiß es nicht, ob sie das tatsächlich schon getan hat oder ob sie das noch tut oder was auch immer, aber es sieht nach einer Nebenmission aus. Ich guck mal schnell hier rein. Bezirkszugangskorridor. Okay. Dann schauen wir uns hier doch mal schnell um. Das ist hier der Zugangskorridor. Sieht ganz so aus, ne? In den Bezirken. In Gedenken an Shang-Chi. Shang-Chi? Wer ist Shang-Chi? Kein Blut für Alien. Entschuldigen Sie bitte. Sie sind doch der Spectre, nicht wahr? Ja. Commander Shepard, ist mir eine Ehre, mit Ihnen zu sprechen. Danke. Offensichtlich wollten Sie mit mir sprechen. Mein Name ist Charles Saracino. Ich bin von der Trockenlandpartei. Anlässlich des Gedenktages protestieren wir gegen die Politik der Alien-Freunde im Präsidium. Was? Kann ich bei der nächsten Wahl auf Ihre Unterstützung zählen? Tut mir leid, aber ich glaube fest daran, dass wir in Frieden mit anderen Völkern leben sollten. Das gab es schon einmal in der Geschichte der Menschheit. Undurchdachte Naivität führt zu Aussagen wie Frieden in unserer Zeit. Wir dürfen nicht zulassen, dass so etwas wie Shang-Chi noch einmal passiert. Könnten Sie nicht vielleicht ein öffentliches Statement abgeben, dass Sie meine Kandidatur unterstützen? Sicherlich nicht. Die Unterstützung des ersten menschlichen Spectres wäre von unschätzbarem Wert. Was ist denn auf Shang-Chi passiert? Die Besatzung Shang-Chis kann nicht wieder geschehen. Achso. Damals waren wir uns noch nicht einmal bewusst, dass es Außerirdische gab, gegen die man sich verteidigen muss. Der Vorfall hat immer noch starke Symbolwirkung, Commander. Shang-Chi ist das einzige menschliche Gebiet, das je von Aliens erobert wurde. Nein, ich unterstütze sowas nicht. Sie haben natürlich das Recht auf freie Meinungsäußerung, Mr. Saracino. Aber ich teile Ihre Ansichten nicht. Verstehe. Aber ich bin zumindest froh, dass Sie die demokratischen Werte unterstützen. Danke für Ihre Zeit, Commander. Erinnern Sie sich an die Trockenlandpartei am Wahltag. Denn die Trockenlandpartei wird sich an Sie erinnern. Ja. Okay. Erst die Erde! Nein, erst alles Leben. Ah. Trockenland. Mhm. So, wo ist jetzt hier der Zugangskorridor der Bezirke? Unser eigener Weg. Hallo. Könnte ich mal einen Questmarker oder sowas haben, bitte? Das ist die Klinik. Ich guck mal in der Klinik vorbei. Vielleicht hat sich hier was getan. Guten Tag. Ich habe Ihnen nie gedankt, dass Sie mich aus Fists Klauen gerettet haben. Ja, gib mir Geld. Ich weiß nicht, was ohne Sie passiert wäre. Gern geschehen. Ich bin nur froh, dass Sie nicht verletzt wurden. Ich auch. Wollten Sie sonst noch etwas? Sie sind Ärztin? Wie sind Sie hier auf der Zitadelle gelandet? Meine Eltern brachten mich her, als ich noch klein war. Mein Vater war Arzt bei der Allianz. Ich entschied mich, die Tradition als Mediziner aufrechtzuhalten, ging aber nicht zum Militär. Verwundete Soldaten zu behandeln, macht mir nämlich keinen großen Spaß. Okay, zeig mal, was du hast. Zeigen Sie mir, was Sie zu verkaufen haben. Natürlich.
Gut, lauter Rüstungsupgrades. Da habe ich genug von, da brauche ich jetzt keine mehr. Ich möchte jetzt halt mal wissen, wo der Zugangskorridor zu den Bezirken ist. Da hinten nicht. Oh, ist der Keeper schon immer da gewesen? Ich glaube, die Keeper tauchen tatsächlich an neuen Stellen auf, nachdem wir da bestimmte Punkte in der Story-Mission erledigt haben. Wie viele müssen wir eigentlich jetzt noch scannen? Ah, hier. Noch 10 Stück? Ich dachte, ich hab die jetzt mal alle bald. Himmel, okay. Freiheit ist nicht frei. Okay, was ist da unten? Zur C-Sicherheit-Akademie. Freiheit ist nicht frei. Ah, noch ein Keeper. Den habe ich schon, okay. Offiziell lang, mit dem haben wir auch hey, schon gesprochen. Commander Shepard, schön, Sie wiederzusehen. Kann ich Ihnen helfen? Nee, danke. Ich muss gehen. Genau, Sie sind wahrscheinlich sehr beschäftigt. Man sieht sich, Commander. Genau. Da hinten ist die C-Sicherheit, ne? Ja, nee. Das ist nicht der Zugangskorridor zu den Bezirken. Demnach. Schauen wir mal da oben. Da hatten wir nämlich noch eine Tür oder einen Gang oder... Hier, ne? Zum Präsidium. Ah, das könnte ja sein, oder? Hier haben wir Tali kennengelernt oder gerettet. Das ist das Gleiche. Wenn wir Leute kennen, dann retten wir sie auch automatisch immer. Offenbar doch nicht. Sag mal, wo muss ich denn für diese Quest hin? Gut, jetzt sind wir immerhin bei Koras Nest angekommen. Ist auch nicht schlecht. Aber ich würde halt gerne wissen, wo der Zugangskorridor zu den Bezirken ist. So. Jenna, hi. Hey, ich bin sofort bei Ihnen. Ich werde hier warten. Warum habe ich das Gefühl, dass Sie nicht hier sind, um zu trinken? Doch, Alkohol. Ich muss mit Ihnen über Ihre Arbeit für die Zitadellsicherheit reden. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Wenn Sie nichts dagegen haben, kümmere ich mich jetzt um meine Kunden. Das ist kein Spiel, Jenna. Diese Leute sind gefährlich. Jetzt klingen Sie wie meine Schwester. Warum machen sich alle Sorgen um mich? Ich kann auf mich aufpassen. Ich muss gehen. Ich bin keine Stripperin und werde nicht dafür bezahlt, rumzustehen und gut auszusehen. Dickköpfiges Mädchen. Okay, ich habe zu tun. Die anderen Kellnerinnen können Ihnen helfen. Ja, okay, gehe ich halt wieder und muss melden, dass es ein Fehlschlag war. Steht's im Weg? Treffen Sie mich an der Zitadell-Sicherheitsakademie, wenn Sie Fragen über Jenna haben. Was? Reden Sie mit mir? Hauen Sie ab, ich habe Ihnen nichts getan. Verdammte Neulinge, denken Sie könnten sich alles erlauben. Das ist Chellick. Was hat er vor? Das sollten wir lieber herausfinden. Alles klar, doch zur Sicherheitsakademie. Da waren wir ja gerade schon fast, dann laufen wir halt den ganzen Weg wieder zurück. Aber mit Blick auf die Uhr machen wir das nicht mehr alles heute, sondern beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.